Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Video. Heute geht es um meine April-Favoriten, die ich euch gerne zeigen möchte. Es sind fast alles Produkte aus der Drogerie, kann ich euch sagen, bis auf ein paar Kleinigkeiten. Und möchte auch direkt starten. Ich fange an mit meinem Lieblingsconcealer, den ich diesen Monat benutzt habe. Und zwar ist es der von Maybelline, der Anti-Age-Effekt der Augenlöscher. Das ist der hier. Den gibt es ja jetzt in ganz vielen verschiedenen Nuancen. Ich habe da auch einen sehr dunklen Ton gefunden, der mit mir ganz gut passt. Und der seid ihr bei ungefähr 9,95 in der Drogerie. Allerdings habe ich den mal gekauft gehabt, wo es die Prozentaktion auch bei Rossmann gab. Und immer wenn es die Aktion gibt, nehme ich mir den mit. Habe ich noch ungefähr die Hälfte drin, müsste noch ein paar Wochen mit auskommen. Und dann muss ein neuer her. So, dann kommen wir zum nächsten Produkt. Das ist ein Puder, was ich total liebe. Also ich habe bewusst mir die Sachen ausgesucht, die in der Drogerie zu kaufen sind, weil ich denke, dass es für euch auch am erschwinglichsten ist da draußen. Klar gibt es auch ein paar High-End-Produkte, die ich gerne benutze. Aber ich wollte euch gerne heute mal größtenteils Drogerieprodukte zeigen. Und zwar gibt es da ein Puder, was ich wirklich liebe. Das ist das von Catrice, das Prime and Fine Mattifying Puder. Waterproof und der Farbe transparent. Also es ist wirklich auch super hell, wie ihr seht. Auf der Haut ist es wirklich farblos. Das benutze ich wirklich täglich. Ich weiß nicht, mir reicht es von der Grundierung her. Ich trage das auf dem gesamten Gesicht auf und das mattiert mich für den ganzen Tag ab und hält sehr gut. Und auch wenn man mal ein bisschen anfängt zu schwitzen oder es ein bisschen fettig wird auf der Haut, dann transpiriert das ganz gut. Also ich finde es super. Da seid ihr in der Drogerie bei auch ungefähr 5 Euro, glaube ich. Ist auch ein tolles Produkt, was ich wirklich sehr liebe. Dann kommen wir zu dem Produkt, was ich auch sehr, sehr gerne mag. Und zwar Bronzer. Ich denke mal da draußen, jeder von euch benutzt Bronzer, gerade für die Kontur. Ne? Wie ihr seht, ich benutze es sehr gerne aufgrund meines Hauttyps auch. Da gibt es 2 Produkte, die ich wirklich sehr, sehr liebe. Und zwar einmal von Sleek. Das ist das Face Contour Kit mit dem gepressten Puder und dazu ist auch ein Highlighter dabei. Das ist das hier. Das ist jetzt in der Farbe Medium. Ihr seht, wie dunkel der Bronzer ist. Habe ich sogar leicht hit the pen. Ja, den Highlighter benutze ich gar nicht. Der gefällt mir auch nicht so gut von der Konsistenz. Aber den Bronzer, den benutze ich wirklich fast täglich. Wie ihr seht, den habe ich schon gut eingeditscht. Dann habe ich einen Highlighter für mich entdeckt, den ich auch sehr, sehr gerne mag. Und zwar ist er so ein bisschen wie von The Balm Bahama Mama. Allerdings ein bisschen orangestichiger. Bei meinem Hautton funktioniert das ganz gut. Allerdings gibt es von dem auch wirklich super viele Sorten. Da kann ich euch empfehlen, geht mal nach Müller. Da gibt es die Marke Miss Lean. Und der ist auch wirklich sehr erschwinglich. Der kommt auch in so einem Magnetkästchen. Da habt ihr auch einen kleinen Spiegel dabei. Und die Farbe sieht so aus. Schön dunkler Bronzer, super zum Konturieren. Der ist ganz puderig, ganz fein. Könnt ihr super auftragen. Ist auch auf jeden Fall ein April-Favorit. Dann kommen wir zu dem Bereich Highlighter. Und bei den Highlightern, ich habe es mal in einem vorherigen Haul euch gezeigt. Ich habe ja bei TK Maxx diesen tollen Bronzer von Pixi ergattern können und ich liebe ihn. Ich habe ihn auch heute drauf, wie ihr seht, der Glow steht. Mega Farbe, die Farbe habe ich in Santorini Sunset. Ich liebe dieses Highlighting Puder, trage es fast jeden Tag. Aber welches ich auch sehr gerne trage und auch wirklich euch sehr empfehlen kann, was dem auch ähnlich ist, finde ich, ist die Throwing Palette von Rivaldi Loop. Die kostet nur 2,29 € und so wie letzte Woche, wo wir die Prozentaktion bei Rossmann hatten, bekommt ihr die dann natürlich auch vergünstigt. Ich empfehle euch die sehr. Ihr seht, da sind 3 Töne drin. Ich liebe den in der Mitte und den ganz, ganz außen. Das ist einmal ein goldiger und einmal ein sehr heller Ton. Ich weiß nicht, ob man es in der Kamera sehen kann. Ihr seht das. Super pigmentiert. Also für Drogerie finde ich den wirklich Hammer. Und wie gesagt, 2,49 €, wenn ich nicht lüge. Den benutze ich fast gar nicht. Ist halt so ein peachiger Ton. Benutzen bestimmt auch einige als Blush vielleicht. Bei mir hält er nicht so gut. Und die beiden Töne sind mega schön. Ein goldiger, wie gesagt, ein etwas hellerer Ton. Kann ich euch auf jeden Fall aus der Drogerie auch empfehlen. Dann kommen wir zu einem Produkt, was ich wirklich auch lieben gelernt habe. Ich habe sonst immer für meine Augenbrauen eher einen Stift benutzt. Seit es von Rivaldi Loop diese Pomaden gibt, benutze ich die und ich finde die mega gut. Das ist die Chocolate Pomade, Eyebrow Pomade in der Farbe Brown Chocolate. Die ist jetzt auch im Standard-Sortiment, wenn ich es nicht falsch gesehen habe. Und ihr seht, die Farbtonen sind schön dunkel, lässt
lässt sich super verteilen. Ich kann die natürlich nicht mit Anastasia Beverly Hills vergleichen, weil die habe ich nie probiert, die Pomaden. Aber ich finde, für den Preis, ich glaube 2,49 Euro war die, ist das auch ein Mega-Produkt, weil es auch sehr gut hält. Gibt es, glaube ich, auch in zwei verschiedenen Farbnuancen. Kann ich euch auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Dann ein Produkt, was auch zu meinem Favoriten geschafft hat, ist die Essence Eyeshadow Base. Ich liebe diese Base. Ich habe wirklich viele probiert und für meine Kundin nehme ich natürlich auch eine hochwertigere. Aber für mich, für den Alltag, reicht die völlig aus. Die ist super cremig, wird aber auf dem Lid auch schön trocken und die gibt auch ein bisschen mehr Farbe ab. Also ihr seht das, ne? Die gibt ein bisschen Farbe ab. Natürlich nicht zu vergleichen mit den MAC Paint Pots, aber dafür kostet die auch nur um die 2 Euro, glaube ich. Ist auf jeden Fall auch ein Favorit von mir. Kann ich euch auf jeden Fall auch empfehlen. Dann kommen wir zu den Lippen. Da musste ich mich echt zusammenreißen, was ich da nehme und was ich nicht nehme. Aber die Produkte, die ich wirklich am häufigsten im April getragen habe, auch in meinen Videos teilweise, sind von Maybelline die Superstay Matte Inks geworden. In den beiden Farben 15 Lover und 80 Ruler. Ich weiß nicht, ich liebe diese beiden Farben. Die sind zwar ähnlich, aber auch gleichzeitig unterschiedlich. Ein Ton ist ein bisschen pinkschichiger, der eine ein bisschen rotschichiger. Die halten super, die verschmieren euch nicht, sind super vom Auftrag und preislich, wie gesagt, gibt es sie auch ab und an mal im Angebot bei Rossmann. Kann ich euch wärmstens empfehlen, wenn ihr langanhaltend Lippenstift möchtet, sind die wirklich mega schön. So, dann habe ich noch was im Bereich Augen und zwar möchte ich euch da gerne meinen Lieblings-Eyeliner zeigen. Ich trage wirklich fast jeden Tag Eyeliner. Ich weiß nicht, ich bin ein Eyeliner-Fan. Ohne Eyeliner geht für mich kein Augenlook und da nehme ich am allerliebsten den für NYX, den Matte Liquid Liner. Den kriegt ihr bei DM. Ich glaube, der ist so um die 10 Euro. Der ist nicht super günstig, aber ich komme mit dem super klar, weil der hat eine Spitze, die ist mega fein, wenn ihr gucken möchtet. Genau, so ein ganz feiner Pinsel und ich kann den super verteilen. Der wird schön matt, der stempelt nicht ab und hält euch den ganzen Tag. Also bei mir hält er wirklich super lang und deshalb gehört er auch zu meinen Favoriten vom April. Dann ein Produkt, obwohl ich immer Lashes trage, da wollte ich euch auch was zu zeigen, wie ich schon in meinem letzten Video gezeigt habe. Liebe ich die Sultry Lashes von Primark. Die klebe ich am allerliebsten mit dem Kleber von Kiss. Einmal in schwarz und einmal in durchsichtig gibt es den. Ich weiß nicht, ich komme mit dem Kleber am besten zurecht. Ich habe auch den von Duo da, aber der von Duo ist meines Erachtens nicht so gut anhaltend. Die beiden finde ich einfach besser, deswegen trage ich die auch im Alltag am liebsten. Und wenn ich die Lashes trage, tusche ich die trotzdem immer einmal durch, weil ich ja auch mit meinen eigenen die verbinden muss. Da liebe ich ganz einfach die Essence Lash Princess. Ich weiß nicht, die meisten kennen es von euch. Super Produkt, mega günstig. Ich finde die Bürste auch super. Die ist ein bisschen geformt, ist in der Mitte ein bisschen dicker und nach hinten ein bisschen dünner gehalten. Ich liebe diese Bürste. Ich komme mit der Wimpertusche am besten zurecht. Auch für natürliche Wimpern finde ich die super und musste auch zu meinem Favoriten. Dann bin ich schon beim letzten Produkt angelangt. Heute haben wir ein kurzes Video geschafft. Genau. Und zwar ist das meine absolute Lieblingspalette für den Monat April gewesen. Die Kylie by Belle Deluxe Palette. Ich hab euch im letzten Video schon mal gezeigt, wie die von innen aussieht. Möchte ich jetzt nicht drauf weiter eingehen. Wenn ihr dazu eine Review haben möchtet, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Dann kann ich euch gerne ein paar Looks dazu schminken. Ich habe diese Palette wirklich diesen Monat komplett benutzt. Also ich würde jetzt nicht sagen jeden Tag, aber schon fast jeden Tag. Ich liebe die Töne drin, die sind super alltagstauglich, super natürliche Töne dabei. Ihr habt Highlighter dabei, alles, was ihr für einen Look braucht. Die kostet im Moment, ich glaube, um die 25 Euro online oder auch bei DM, wenn ihr sie ergattern könnt, gibt es die. Und die kann ich euch wärmstens empfehlen. Ihr habt wirklich 15 Farben drin mit den Highlightern, insgesamt 21 Farben. Und der Preis ist auch völlig okay und die sind wirklich super pigmentiert. Ein letztes Produkt habe ich noch, was ich euch gerne zeigen möchte. Und zwar ist es von den Zoeva Paletten, die ich euch in einem Video schon gezeigt hatte, eine geworden, die ich zu meinen Favoriten zähle. Und zwar ist es die Caramel Melange. Die Töne in diesen Rottönen, die habe ich so viel getragen diesen Monat. Also wirklich, gerade mit dem Orange und dem Braun in der Kombination, habe ich wirklich, wirklich total gefeiert. Deswegen durfte diese Palette bei meinen Favoriten nicht fehlen. Wenn ihr diese bekommen könnt, online oder auch in den Geschäften,
kauft sie euch. Die ist wirklich mega schön. Gerade mit den Farben sind die für den Frühling bestens geeignet. Und die kann ich euch auch mehr wärmstens als Favorit empfehlen. So, ihr Lieben, das war schon von mir. Das war mein kleines Favoritenvideo für den Monat April. Ich würde euch bitten, jetzt zu abonnieren und zu liken, damit ich auch weiterhin dabei sein kann und meine Motivation nicht verliere, die Videos zu drehen. Wünsche euch noch einen schönen Abend und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!